Am 23. August 2008 fand im slowenischen Lendava das Finale der FIFA-Europameisterschaft statt. Der 23. August war ein Samstag mit herrlichem Sonnenschein. Doch als das Rennen um 18 Uhr beginnen sollte, regnete es in Strömen und hörte nicht mehr auf. Die Bahn stand unter Wasser, die Zuschauer aus nah und fern warteten geduldig, in der Hoffnung, dass der Regen nachlässt. Um 21 Uhr wurde nach langem Hin und Her das Rennen abgesagt und auf den folgenden Tag verschoben. Das einzige nahegelegene Hotel war somit ausgebucht und so mancher musste im Auto schlafen. Am frühen Morgen des folgenden Tages wurde im Stadion fieberhaft gearbeitet, um die Bahn in einen guten Zustand zu bringen, was dank des überraschend schönen Wetters auch gelang. Für das Finale hatte sich qualifiziert als einziger Deutscher Martin Smolinski. Um 14 Uhr wurde mit der Fahrervorstellung die Veranstaltung eröffnet. Die vielen deutschen Fans waren gespannt, wie es dem Smolly ergehen wird. Predstavimo par vodstvo dirke. Predsednik žirije prihaja iz Poljske in sicer je to gospod Andrzej Grodzki. Številka 7 iz Rusije, še en voznik, Damir Ivanov. From Russia, number 7, Damir Ivanov. Številka 8, prav tako znan v Lendavi, Šandor Tihani, Madarska. Šandor Tihani, Šandor Tihani, Madarska. Številka 9, Ulrich Ostergaard, Danska. Number 9, Ulrich Ostergaard, Denmark. Številka 10, najboljši nemški voznik, Martin Smolinski, Nemčija. Number 10, Martin Smolinski, Germany. Številka 11, nosi, kot smo povedali, Jozef Franc iz Češke. Number 11, Jozef Franc, Czech Republic. Številka 12, drugi poljski voznik, Adrian Medzinski. Number 12, Adrian Medzinski, Poland. Gut gebaute Startermädchen sorgten vor dem ersten Lauf für hervorragende Stimmung. Mit rotem Helm kam der Russe Denis Gisatulin an Start. Auf Blau kam der zweite Russe Sergej Darkin. Der Slowene Matej Sagar hatte Weiß und ganz außen stand der Däne Mats Corneliusen. Matej Sagar machte seiner Favoritenrolle alle Ehre und gewann gleich seinen ersten Lauf. Denis Gisatulin aus Russland wurde Zweiter und der Däne Mats Corneliusen kam auf Platz 3. Vierter Sergej Darkin, ebenfalls Russland. Den zweiten Lauf gewann der Pole Sebastian Ulamek. Zweiter wurde der Schwede Michael Max. Auf Platz 3 kam wieder ein Fahrer aus Russland. Es war Daniel Ivanov. Und vierter wurde der Ungar Sándor Tihanyi. Dann wurde es spannend. Im dritten Lauf stand Martin Smolinski
mit rotem Helmüberzug auf der Innenbahn. Neben ihm mit blauem Helm der Tschech Josef Franz, der für den verletzten Hefenbrock fuhr. Auf Weiß stand der Däne Ulrich Östergaard und ganz außen auf Gelb stand der Pole Adrian Miczynski. Und immer wieder mit dabei die gut gebauten Startermädels. Nervosität vor dem Start. Der Smolly auf der Innenbahn, neben ihm Josef Franz mit blauem Helmüberzug. Josef Franz, der als Ersatzfahrer für den verletzten Christian Hefenbrock ins Fahrerfeld aufrückte, sah und nützte seine große Chance. Er hatte einen guten Start und versperrte gleich Smollys Weg nach vorne. Der Smolly war natürlich sauer darüber und wurde nervös, wie die Bilder zeigen. In der zweiten Runde überholte der Däne den Smolly. Und auch der Pole Adrian Miczynski versuchte, an Martin Smolinski vorbeizukommen, was ihm aber nicht ganz gelang. Sieger wurde Josef Franz vor Ulrich Östergaard und Martin Smolinski. Auf Platz 4 landete Adrian Miczynski. Das war für den Smolly kein guter Auftakt. Im sechsten Lauf kam Martin Smolinski mit blauem Helm an den Start. Der Smolly übernahm zur Freude seiner Fans gleich die Führung und gewann. Nun kam wieder Hoffnung auf. Zweiter wurde der Russe Sergej Darkin. Auf Platz 3 der Schwede Michael Max und dem Tschechen Filip Siterra blieb nur Rang 4. Einmal tief durchschnaufen. Für den Smolly, für die Fans und für die ganze Crew. Wie verrückt die Wetterverhältnisse sein können, erlebten die Fans bei diesem EM-Finale. Am Vortag stand die Bahn noch unter Wasser und einen Tag später musste der Wasserwagen zum Einsatz kommen. Auch im 12. Lauf konnte sich der Smolly nicht so richtig durchsetzen.
der Tscheche alle Strimmel gewann, vor dem Dänen Mats Corneliusen. Der Russe Daniel Ivanov und Martin Smolinski kämpften um den dritten Platz. Doch der Smolli verlor den Kampf. Er fand nicht heraus, warum es an diesem Tag nicht so lief, wie er es sich vorgestellt hatte. Das war nicht sein Tag. Und stimmungsvoll immer wieder die Startergirls. Auch im 15. Lauf wollte es nicht so richtig klappen. Obwohl der Smolli immer gut mithielt. Am Ende fehlten nur 1-2 Meter zum Sieg. Der Tscheche Matej Kusch gewann diesen Lauf. Zweiter wurde Matej Sagar vor Martin Smolinski. Und Vierter wurde der Pole Sebastian Ulamek. Martin Smolinski startete in diesem letzten Lauf von ganz außen mit gelbem Helm. Der Russe Denis Gisatulin kam am besten weg und gewann unangefochten vor Martin Smolinski, der nun 7 Punkte auf seinem Konto hatte. Dritter wurde der Ungar Sándor Ticianu und auf Platz 4 kam der Italiener Mattia Carpanese. Smolinski fuhr 2008 nicht nur EM, WM und Deutsche Bundesliga, sondern auch erfolgreich in der schwedischen Elite League für Hammarby Stockholm und auch in der polnischen ersten Liga für Gruszczyns. Außerdem gewann er in Telford, England im Februar die britische offene Eismeisterschaft. Europameister 2008 wurde der sympathische Slowene Matej Sagar, Vizemeister der Pole Sebastian Ulamek und Bronze holte sich der Däne Mats Corneliusen. Martin Smolinskis Trost war, dass er es als einziger Deutscher bis ins Finale geschafft hat, wenn es auch nur zum 10. Platz reichte.
Ja, und da freut sich der Matthai. Denn schon zum zweiten Mal konnte er den EM-Titel erringen. Und auch seine Kunststücke sind sehenswert auf seinem Bike. Gratulation an Matthai Sagar, Europameister 2008. Ja, manchmal käme man vielleicht durch Treten schneller voran. Und das ganze Stadion feierte mit dem Matthai. Musik.